So prominent wie der weltberühmte Dom ist sie nicht, die St. Elisabeth-Kirche in Bamberg. Aber das könnte sich jetzt ändern. Denn Markus Lüppertz hat für das kleine gotische Gotteshaus 8 Glasfenster entworfen. Das erste wurde jetzt eingebaut und trifft auf reges Interesse. Intensive Farbigkeit, die je nach Sonneneinfall geradezu strahlt, dazu eine ausdrucksstarke Formensprache. Das Fenster ist ein ästhetisches Erlebnis, soll aber Schauen und Glauben verbinden. Diese Fähigkeit zu glauben ist etwas, was ich also ganz wichtig in meiner Kunst versuche zu vermitteln. Dass man uns als Künstler glaubt und dass man grundsätzlich die Fähigkeit hat zu glauben. Und das ist das, warum ich mit der Kirche kooperiere und warum ich mich in der Kirche wohlfühle. Bei der Enthüllung kommt die Geschichte des Projekts ausführlich zur Sprache und die Frage, wie man heute die Frau abbilden kann, um die es geht, die heilige Elisabeth von Thüringen. Und um ihn geht es auch, den Bettler, der nach alter Lesart ein Almosen von Elisabeth empfängt. Aber hier geht es nicht um huldvolle Gaben, hier bekehrt sich eine reiche Frau zu den Armen. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Unter dieses Jesuswort stellen sich die Menschen, die in St. Elisabeth Gottesdienst feiern. Zu ihnen gehört Gefängnisseelsorger Hans Lier, der das Projekt mit angestoßen hat. Die Schönheit der Glasfenster korrespondiert dabei durchaus mit der Schönheit guter Werke. Es bildet sich etwas ab von dem, was du einem Menschen gibst, in dir selbst. Und diese Erfahrung ist einfach wunderschön, da zu sein füreinander und dem anderen zu sagen, du bist für mich Bruder, du bist für mich Schwester und nicht abschauen. Rückblende. 2014 hatte Markus Lüppertz mit den Entwürfen begonnen und sie 2016 in Bamberg präsentiert. Auf die Frage, warum die Glasfenster, gab er damals zu Protokoll, es sei einfach notwendig, religiöse Themen durch Kunst in die Öffentlichkeit zu bringen. Dringender denn je. Ich glaube, dass die Kirche mit der Kunst etwas entdecken kann, was die Leute zwingt, wieder in die Kirche zu kommen. Und das muss von den Zuständigen betrieben werden, dass die Kirche wieder ein heiliger, ein kultureller, ein anspruchsvoller und zu höherem geistigen bereiteter Platz wird. Zumindest bei einem der beiden Schirmherren rennt er damit offene Türen ein. Die Kunst von Lüppertz ist ja nicht plakativ, sondern ist eigentlich eine Kunst, die zum Nachdenken bringen will, die hineinnehmen will in die Themen. Und das, meine ich, ist sehr gut gelungen, diese Kunst, die Darstellungen, die Lichteffekte, die laden ein, nachzudenken über das, was dargestellt ist, die Werke der Barmherzigkeit. Und auch der andere aus dem Schirmherrn-Duo ist von der Wirkung der Lüppertz-Fenster genau an diesem Ort, nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft des Bamberger Gefängnisses, angetan und überzeugt. Diese Allegorien, die hier zu sehen sind, haben ja auch den richtigen Bezug zu der Elisabethenkirche und sie befindet sich ja auch in der Nähe von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Also ich glaube, die Lage der Kirche, die Schutzpatronin und auch wie sich die katholische Kirche um diese Einrichtung hier kümmert, rechtfertigen diese Maßnahmen. Im Fall von St. Elisabeth fühlen sich hauptsächlich Ehrenamtliche zuständig. Christoph Gatz zum Beispiel, von Anfang an dabei. Ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, meine Motivation irgendwo anders herzuholen als aus dem Inhalt der Bilder selber. Das ist für mich Glaubensverkündigung und diese Themen sind mir ganz wichtig. Er wird deshalb weiter Klinken putzen, um den Projekttopf voll zu bekommen. Fenster Nummer 2 ist in Arbeit, 6 weitere warten dann noch. Es gibt viel zu tun und auch der Künstler fiebert mit. Ich danke der Stadt, dass sie es ermöglicht hat und dass ich den Fuß, einen Fuß schon mal hier reingesetzt habe. Aber da ich ein Untier mit 8 Füßen bin, warten noch 7 Füße und ich kann nur hoffen, dass das also zügig ist. Ich will es ja schließlich noch erleben. Wie wohl viele andere auch, allein schon um solche nächtlichen Anblicke genießen zu können. Denn bereits das erste Fenster stellt buchstäblich seine Ausstrahlung unter Beweis.